An einem sagenumwobenen Ort im Herzen Wiens werden die beliebtesten Schnitten der Welt gemacht. Doch nicht alle Brösel schaffen es ins begehrte Packerl. Dabei wären auch sie so gerne später einmal etwas ganz Besonderes. Gin zum Beispiel. Aus Manner Waffelbrösel kann man Gin machen? Ja und nein. Die Waffelbrösel nennt man eigentlich Backperlen. Und die entstehen bei der Produktion von Mannerschnitten, wenn man die Waffeln macht. Ihr kennt es vielleicht, wenn man zu Hause ist, Waffeleisen zuklappt, dann quillt seitlich ein bisschen was raus. Und was geht, ist, dass man diese überschüssigen geretteten Waffelbrösel zu einer Spirituose brennt. Also man macht es wie Gin und es schmeckt wie Gin. Was aber nicht geht, ist, dass man das Ergebnis auch Gin nennt. Laut Gesetz ist es nämlich so, dass der Rohstoff, der zum Alkoholbrennen verwendet wird, landwirtschaftlichen Ursprungs sein muss und eben keine fertige Mannerwaffel ist. Ist gemacht wie Gin, schmeckt wie Gin, ist aber kein Gin. Ganz genau. Hier in der Manufaktur Gölles werden die Mannerwaffelbrösel zu Alkohol gebrannt. Und dieser ist, wie bei jedem anderen Gin, die Basis für unseren Kein-Gin. Unser Kein-Gin schmeckt übrigens nicht nach Mannerwaffeln. Wir haben gemeinsam mit David Gölles zwei fantastische Sorten entwickelt. Einer davon ist ein klassischer Dry Kein-Gin, der sich perfekt für einen Gin Tonic eignet und gemeinsam mit unverschwendet Wassermelon und Pfeffersirup einen richtig feinen Cocktail macht. Und einen Chocolate Kein-Gin, der in Hommage an die Mannerschnitten mit Kakaobohnen als zusätzliches Botanical veredelt wurde. So, und jetzt müssen wir eigentlich noch eins wissen. Würdest du den Kein-Gin kaufen? Wenn ja, unterstütze ich jetzt unsere erste Produktionsrunde von mindestens 666 Flaschen. Bestell dir vergünstigt ein paar Flaschen Kein-Gin vor. Außerdem werden wir alle Flaschen aus dieser ersten Runde händisch durchnummerieren, damit sie ein echtes Sammlerstück werden. Und falls du ihn als Geschenk haben möchtest für deinen Verein oder für deine Firma, bieten wir auch größere Mengen an mit allen bekannten Geschenkeoptionen von Unverschwendet. Deinen Kein-Gin kannst du dir dann bei uns in Wien abholen oder ganz bequem versandkostenfrei nach Hause schicken lassen. Und jetzt liegt's an dir. Magst du mit uns gemeinsam tonnenweise Waffelbrösel retten für einen nachhaltigen Kein-Gin? Unterstütz uns jetzt bei unserer Mission, alle Art von Lebensmittel auf genussvolle Weise zu retten. Und so kommt es, dass auch das kleinste Manner-Waffelbrösel einen aufregenden Lebensweg vor sich hat und zu feinstem Unverschwendet kein Gin wird. Gerettetes genießen, nachhaltig feiern, lieben wir.